Tja, die europäischen Märkte sind ein bisschen skeptischer sogar fast noch gewesen als die asiatischen, ob der schwachen Zahlen aus China. Da sind ja die Exporte um ein Viertel geschrumpft im Vergleich zum Vorjahr. Das war schon ziemlich ernüchternd und das hat dann auch die europäischen Märkte erst einmal in den Keller geschoben. Allerdings versucht sich der Markt zurzeit gerade ein bisschen zu stabilisieren und es gibt auch durchaus noch Anzeichen, die dafür sprechen können, dass diese Stabilisierung sogar nochmal funktionieren könnte. Fundamental kann man immer noch ins Feld führen, dass sowohl China als eben auch die EZB und wahrscheinlich auch die Fed weiterhin die Märkte stützen werden. Und auf der anderen Seite gibt es auch im Chart das eine oder andere zu sehen. Schauen wir uns aber schnell erst einmal die Daten an. Da sehen wir, dass wir heute früh schon ziemlich gute Daten aus der Schweiz und aus Deutschland gesehen haben. In der Schweiz sehr überraschend, der Verbraucherpreisindex wesentlich besser als erwartet, sogar im positiven Bereich. Das ist ja nicht so oft in der Schweiz, dass die Verbraucherpreise steigen. Und auch das EU-BIP zumindest mal im Rahmen der Erwartungen. Und damit rein in die Charts. Und da sehen wir den DAX, der hat heute doch deutlich verloren. Das hat natürlich damit zu tun, dass die deutsche Wirtschaft exportlastig ist und wenn die Chinesen weder exportieren noch importieren, dann ist das natürlich für den DAX nicht so gut. Der DAX kämpft noch mit der Wolke und auch mit der 9590er Marke, die wahrscheinlich eine wichtige Unterstützung sein dürfte. Denn da sind wir, da hatten wir ja Probleme drüber zu kommen, als wir auf dem Weg nach Norden waren. Und da haben wir jetzt eben auch natürlich wird es jetzt wichtig, eben über dieser Marke zu bleiben. Ansonsten könnte das tatsächlich für die Bullen erst einmal das aus bedeuten. Ganz so weit, wie gesagt, ist es noch nicht. Der Ichimoku allerdings zurzeit sieht eher bärisch aus. Die Bullen haben zurzeit wenig zu lachen. Euro-US-Dollar hat heute versucht, über das Hoch vom 4. Fe März zu kommen bei 1,1045. Ist nicht ganz gelungen. Ansonsten hätten wir ja nochmal einen Widerstand so um die 1,1070. Am Ende ging es dann doch wieder eher Richtung Süden. Die 1,10 hat sich da jetzt als Unterstützung erst einmal aufgebaut. Schauen wir mal, ob das Ganze hält. Ansonsten eine wichtige Unterstützung sicherlich weiterhin die 1,0935. Insgesamt, aus fundamentaler Sicht, sollte der Euro eigentlich nicht allzu stark werden, denn es ist natürlich jetzt inzwischen auch schon einiges eingepreist, was die Entscheidungen der EZB am Donnerstag betrifft, aber insgesamt dürfte es erst einmal nicht besonders bullig werden. Das könnte dann natürlich am Donnerstag anders werden, nachdem dann die EZB ihre Entscheidungen mitgeteilt hatte. Da kann es dann durchaus sein, dass die Marktteilnehmer vielleicht das Erwartete erleben oder sogar weniger als das Erwartete. Das könnte dann den Euro durchaus wieder stärken. Der Schweizer Franken hat zugelegt. Nach den Verbraucherpreisdaten aus der Schweiz ist Euro-Schweizer Franken erst einmal gefallen. Einige haben das auch interpretiert mit der Flucht in die sicheren Häfen, kann auch sein. Insgesamt hat sich allerdings der Euro-Schweizer Franken schnell wieder erholt, wie wir hier sehen. Erster Widerstand die 1,0079 jetzt. Das ist also das Hoch von gestern. Dann haben wir US-Dollar, japanischen Yen und da sehen wir, ja, der sichere Hafen hat heute ein bisschen ja, Probleme bekommen. Nach der Erholung am Morgen gab es dann wieder den Abverkauf sofort. Allerdings können wir uns so um 112,80 erstmal halten. Schauen wir mal, wichtige Unterstützung 112,15 sicherlich. Wir sind erstmal in einem kleinen Abwärtstrend. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Bullish ist es zurzeit sicherlich eher nicht. Und wenn wir schon bei den sicheren Häfen sind, auch Gold hat durchaus heute zugelegt und zwar wieder deutlich. Da hält also ziemlich gut offenbar die 1257. Ja, und auf der Oberseite bleiben wir damit auf dem Weg zur 1307 zum Hoch aus dem Januar 2015, wohlgemerkt. Der Ölpreis kann sich allerdings relativ stabil halten und das ist eventuell wichtig für den Handel heute Nachmittag, wenn die Wall Street zuschlägt, denn die Amerikaner, das wissen wir, die schauen immer auf den Ölpreis und WTI, Crude Oil, hat sich einigermaßen gehalten, ist heute in der Nacht ein bisschen zurückgefallen nach den schwachen chinesischen Daten, klar, aber jetzt kommt der Kurs langsam wieder und wir sind immer noch im Bereich der 38,30 des Widerstands, den können wir noch erreichen auf jeden Fall, das ist nicht mehr weit.
Und wir sind auch nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrendkanal hier gelaufen und wir können dann eben auch durchaus weiter steigen Richtung ja, $40. Und dann schauen wir noch schnell auf den Dow Jones. Da sehen wir, im Dow Jones hat die 16.925 gehalten als Unterstützung, da wo eben jetzt auch die Wolke ist. Die Wolke ist allerdings relativ dünn, das muss man auch sagen. Wir sind noch im Aufwärtstrend. Hier wird die Entscheidung dann eben heute Nachmittag tatsächlich fallen. Blasen die Amerikaner jetzt eben zum Sturm und vor allem die amerikanischen Bären dann in diesem Falle. Und sehen wir dann weiter fallende Kurse. Ausschließen kann man das zurzeit nicht. Das ist ein bisschen problematisch. Wie gesagt, wir haben erst einmal hat die Unterstützung gehalten. Das ist erstmal sehr schön. Aber der Tenkan sehen wir auch. Der hat gekreuzt mit dem Kijun. Das ist die blaue und die orangefarbene Linie da im Bereich um 17.900. Das ist erst einmal auf alle Fälle kein bullisches Zeichen, sondern eher eben dann doch ein Verkaufssignal. Man muss mal abwarten, aber so wirklich optimistisch für die Bullen sieht das Ganze auch nicht aus. US-Dollar, kanadischer Dollar hat sich heute erst einmal wieder erholt. Das sind hier lustige Bewegungen. Es gibt immer einen strengen Abverkauf und dann wieder eine Erholung. Demzufolge müsste man jetzt eigentlich gerade verkaufen. 1,3335 und das Ziel könnte eben weiter die 1,3225 bleiben. Dazu müssten allerdings die Rohstoffpreise beispielsweise weiter steigen. Dann hätten wir da sicherlich Chancen. Eine Aktie noch schnell, nämlich BMW, war heute der große Verlierer im DAX und damit war BMW allerdings in guter Gesellschaft mit den anderen Autowerten. BMW heute ein bisschen mehr verloren als die anderen. Warum, ist nicht so ganz klar. Gab keine Nachrichten so richtig jetzt zur Zeit um 80 Euro. Wir waren schon unter der 80. Und ja, hier könnte also bei der Erholung der BMW-Aktie ein bisschen Sand ins Getriebe kommen. Gestern ging es schon nicht so richtig weiter. Und wir sind eben im Daily direkt an der Wolke. Das ist meistens eben dann ein kleines Problem, weil die Wolke stellt im Ichimoku ganz einfach eben einen wichtigen Widerstand dar. Schauen wir noch schnell auf die Daten. Heute Nachmittag gibt es die Baugenehmigung und die Baubeginne aus Kanada. Das war es dann schon. Also heute nicht ganz so viele Daten. Heute Abend gibt es nochmal ein neues Video bei eToro. Heute von mir wenig, habe viel zu tun. Aber heute Abend gibt es natürlich nochmal ein Video. In diesem Sinne, bis heute Abend.